Hi Leute, JVA Wuppertal. Ihr wisst ja, wir machen Mutmach-Events mit Fußballern und ich habe heute vom VfL Bochum dabei gehabt den Jannis Horn und den Tarsis Bonga. Und ich fange mal beim Jannis an. Wie war das für dich? Du warst heute zum ersten Mal dabei. Was sind so deine Eindrücke gewesen? Wahnsinn. Also wie ich schon gesagt habe, für mich der inspirierendste Termin, den ich bisher hatte, weil ich sehe es eigentlich nicht mehr als Termin, weil es war für mich einfach extrem spannend und zu sehen, wie es den Insassen hier geht, deren Geschichte anzuhören und uns unsere Geschichte denen zu erzählen, das war echt Wahnsinn und jederzeit wieder. Wir haben gerade beide gestaunt, dass einer für Betäubungsmittelhandel 8 Jahre gekriegt hat. Wie krass ist das denn? So, okay, und wir gehen gleich nach Hause und essen irgendwo hübsch. Wie war das für dich? Du warst jetzt schon zum dritten Mal so. Ja. In Fingerstasis, erzähl mal, was hat dich so am meisten berührt oder... Was bleibt hängen? Ehrlich gesagt berührt mich immer wieder der Weg. Der Weg, dass du den ganzen Weg gehst, du gehst rein durch viele, viele verschiedene Türen, kommst dann da rein und wir gehen den Weg dann wieder halt raus. Also, und die bleiben halt drin. Das ist schon etwas, was mich berührt, auf jeden Fall, was mich immer wieder trifft. Aber deswegen komme ich immer wieder hierhin, einfach um ehrlich zu sein zu den Jungs und einfach nur zu sagen den Jungs, ey, bleib dran. Auch wenn das vielleicht sich scheiße anhört oder nicht einfach ist, bleib dran. Und verliert keine Hoffnung. Das ist so das. Okay. Also an euch beide, danke, dass ihr mit dabei wart. Und an euch da draußen, Mut machen geht in jeder Situation. Nicht nur im Gefängnis, sondern in diesen Krisenzeiten. Es ist eigentlich total angesagt, allen Menschen Mut zu machen. Also keep it up.